Moin! Moin, Rasenfreaks! Heute ist Working Day angesagt. Ihr werdet heute Zeugen sein eines echten Rasenfreak-Arbeitstages. Oh, die Sonne kommt raus. Wie schön! Das Wetter ist toll. Und wir werden heute folgende Sachen machen. Jetzt mal schauen wir, ob die Rasenfläche noch da ist. Ja, der Rasen ist noch da. Yeah! Da gibt es denn sowas und es ist auch noch dicht. Es ist schön dicht. Ja, lieber Rasenfix, was machen wir heute? Ja, wir werden heute das tun, was ich immer allen erzähle. Wir werden nachsehen. Es ist wirklich sinnvoll, zweimal im Jahr nachzusehen und genau das tue ich heute selbst. Ich werde jetzt erstmal vertikutieren. Ein bisschen tiefer, nicht zu tief. Also ich will nicht die Gräser ganz stark schädigen. Aber so, dass die Poa-Anua-Wurzeln schon ein bisschen gequält werden. Die Poa-Anua, die wurzelt ja sehr flach. Also werde ich erstmal vertikutieren, ein bisschen tiefer, dass die Poa schon so ein bisschen gestresst wird. Ich habe dieses Jahr noch nicht einmal wieder gedüngt. Ich habe im März gedüngt mit von Oskorna Rasenflor granuliert, einen organischen Dünger. Mit ungefähr 45 Gramm, nicht ganz 50, 45 Gramm pro Quadratmeter. Jetzt werde ich zum zweiten Mal einen organischen Dünger nehmen. Und zwar mit einem Pilz, mit der Mykorrhize. Das ist ein Pilz, der sich an den Wurzeln anlagert und der das Gras unterstützt beim Wachstum, der das Gras schützt, der die Nährstoffversorgung optimiert. Kann ich gerne euch mal in die Beschreibung reinstellen, was dieser Pilz alles so kann. Das ist also Bestandteil dieses organischen Düngers. Und, oh, ist das schwer, wo ist meine Frau? Oh, ey, dieses Ding tragen mit einer Hand. Dann nehme ich meinen Saborasenmäher, der saugt schön. Mähen wir alles mal ab. Auch das kurze Gras und das hohe Gras wird einmal gemäht. Dann mache ich, glaube ich, erst den organischen Dünger und dann mache ich die Saat zum Schluss. Und dann sollte man idealerweise noch ein bisschen Sand drüber streuen. Habe ich jetzt nicht. Hatte schon überlegt, ob ich noch mal Sand besorge. Habe ich aber jetzt nicht. Mache ich vielleicht später noch mal. Ein kleines Top-Dressing wäre noch optimal, um die Saat so ein bisschen noch festzuhalten. Dann wäre es ideal, auch noch mal drüber zu walzen. Das tue ich aber sowieso mit meinen Spindelrasenmähern. Ich werde einfach weiter mähen. Ich werde nicht aufhören. Viele fragen ja auch immer, was machst du, wenn du gesät hast oder nachgesät hast? Wirst du dann aufhören zu mähen? Nee, mache ich nicht. Also es geht nicht. Ich muss meine Schnitthöhe beibehalten. Ich kann das Gras nicht rauswachsen lassen. Es wäre natürlich besser, aber das geht nicht. Ich muss weiter mähen. Ich werde einfach nachsehen und weiter mähen. Und dann muss das Gras, was sich hier durchsetzt, eben wachsen oder nicht. Anders geht's nicht. Choke. Ja, das hat schon mal gefetzt. Das war schon zu tief. Das war schon zu tief. Da muss ich ein bisschen hochstellen. Ja, das ist mir zu tief. Also hier sieht es ja nicht schlecht aus. Ich gehe nochmal auf die kleine Fläche. Hui, da hat aber reingefetzt, ey. Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist wahrscheinlich zu tief. Schlitze. Ja, das ist natürlich jetzt für die Nachsaat nicht schlecht. Und gegen die Poa auch gut. Hui. Da muss man immer aufpassen. Er schneidet mir ein bisschen zu tief rein.
Oder ich mache es nur einmal, nicht zweimal, so nicht über Kreuz. Nee, ist zu tief. Komm, ein bisschen höher. Ein bisschen höher. Ich will die Rasenfläche nur ganz leicht ankratzen und nicht so richtig tief schädigen. Denn wenn man in den Boden reinschneidet, dann schädigt man die Grasnarbe. Und das möchte ich halt nicht. Ja. Ja, das war die Voreinstellung und das ist jetzt hier und da ist er jetzt nun wirklich ganz knapp drin. Das ist gut. Und hier war es deutlich tiefer. Da zu da. Ja, das ist okay. So, das war jetzt sehr gut, war nicht zu tief. Sehr schön. Hier in den Bereichen, wo das Gras höher gewachsen ist, ist deutlich mehr rausgekommen. So gerade eben die Grasnarbe angekratzt. Wow. Gut, jetzt grob zusammen. Haken erstmal. Sonst verstopft immer sowieso sofort der Näher. Ja, jetzt ist natürlich die Narbe schön offen durch die mechanische Bearbeitung. Da fällt natürlich jetzt optimal die Rasensaat nach unten. So, liebe Rasenfüchse, ich bin jetzt fertig mit dem Vertikutieren. Die längere Fläche, die Semiraffläche, die mähe ich jetzt wahrscheinlich auf 30 mm. Ich habe immer auf 40 gemäht. Ich gehe jetzt auf 30 runter. Möglichst kurz, damit ich lange nicht mähen muss. Da mähe ich ja mit dem Sichelmäher, der saugt ja so ein bisschen. Das möchte ich möglichst lange jetzt vermeiden. Die Fairway-Fläche, die mähe ich erstmal auch mit meinem Sichelmäher, mit meinem umgebauten Sabo. Den kann man ja noch mal eine Stufe tiefer setzen. Da gibt es eine Profi, hoch, voll rein hier in die Häufchen. Da gibt es ja eine Profi-Position. Da zeige ich euch noch mal, wie man das jetzt macht, wie man den Sabo auf eine ganz, ganz tiefe Position umbaut. Und dann wird gesät und gedüngt und dann fange ich irgendwann wieder an, mit dem Spindelmäher weiter zu mähen. Ja, und ich hoffe mal, dass trotzdem die Rasensaat hier auflaufen wird. So mache ich das immer. Genau. Hanfix. Zwei Dinge möchte ich euch noch zeigen. Einmal hier das Problem.
Poa-Anua-Feld. Da seht ihr mal, das ist meine Poa-Anua-Wiese. Das heißt, die Poa-Anua wird richtig brutal rausgerissen durch den Vertikutierer. Und das Gras, was tiefer wurzelt, ist wesentlich weniger geschädigt worden. Also hier richtig gut. Und das ist jetzt nur abgehakt. Das ist jetzt nur abgehakt hier. So, checken wir mal die Höhe. Ja. Ja. 19 tatsächlich, das passt. Knapp unter 20. Das ist gut. Erstaunlich, ne? Dass diese Position, naja, das liegt an der Kinematik. Super. So. Hallo Freaks! Perfekt! Perfekt!